David said, I shall be satisfied. Ich werde gesättigt sein. When I awake with thy likeness. Wenn ich erwache mit deinem Bild. I shall be satisfied. Ich werde gesättigt sein. Amen. Amen. So what satisfied me? Also was mich sättigt. Amen. Mhm. What fulfills your soul? Das, was deine Seele erfüllt. So David said, I shall be satisfied. Also David meint, ich werde erfüllt sein. When I awake with your likeness. Also wenn ich in deinem Bild erwache. So the likeness of God. Also Gottes Bild. Is that which satisfies us? Ist genau das, was unsere Seele sättigt und erfüllt. Amen. Amen. Money. Ja, Geld. Fame. Ruhm. Whatever you may have in this world. Was auch immer du in dieser Welt gewinnen kannst. Cannot satisfy your soul. Kann deine Seele nicht erfüllen. Now, do you know why? Wisst ihr warum? You know why your soul cannot be satisfied by material things? Also wisst ihr warum materielles, äußerliches euer Seele nicht erfüllen kann? Listen to me. Bitte mir hinhören. The way God has fashioned our soul. Die Art und Weise, wie Gott unser Seele gestrickt hat. Our soul is limitless. Ist unsere Seele wirklich grenzenlos? Infinite. Wirklich ewiglich. So anything that our soul longs after. Wonach auch immer unsere Seele sich sehnt. Cannot feel the desire of our soul. Kann das Verlangen unserer Seele nicht stillen. Because it's infinite. Weil die Seele endlos ist. So when you have money, wenn du Geld hast, you're not sufficient. Also ich sag's mal in meinen Worten, du musstest eigentlich endloses Geld haben, um die endlose Seele zu erfüllen. If you have riches, ja, wenn du Reichtümer hast, whatever, houses, was auch immer, also Häuser, also Grundstücke im Grunewald, it cannot fulfill that gap. Also sie müssten eigentlich in sich endlos sein, um die endlose Seele zu erfüllen. So God fashioned your soul, also Gott hat deine Seele so gestrickt, so that he can inhabit. Dass er deine Seele bewohnen kann. Because God is unlimited. Denn wer ist Gott? Gott ist endlos. God is infinite. Er ist wirklich ewiglich. So until God takes the first place, also bis Gott den ersten Platz in deiner Seele nimmt. You will only invite sorrow. Also du wirst nur Trauer einladen, ohne so Ende. Jesus said, deshalb sagte Jesus, seek ye first the kingdom of God, trachtet zuerst das Reich Gottes and his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. All these other things shall be added. Ja, all die anderen Sachen, BMW, Porsche, Grundstück, die werden hinzugefügt werden. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Doch zuerst trachtet nach dem Reich Gottes. Seek ye first the king of the kingdom. Also trachtet zuerst nach dem König des Königreiches. Now when God formed man, als Gott den Menschen gestaltet out of the hat, dust of the earth, nämlich aus dem Staube der Erde. The Bible says he breathed into his nostrils. Die Bibel sagt, er hauchte ihn durch die Nasenlöcher an. The breath of life. Nämlich den Atem des Lebens. And man became what? A living soul. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. What did God put into man? Also was hat Gott in den Menschen eingehaucht? The breath of life. Nämlich den Atem des Lebens. God himself. Ja, Gott selber. God blow himself into man. Ja, Gott haucht den Menschen, haucht sich selbst in den Menschen and hinein. Occupy the soul of man. Und was tat er damit? So hat er die Seele des Menschen erfüllt. So anything that we allowed into our soul. Deshalb, was auch immer wir in unsere Seele hinein erlauben, which does not come from God. Was aber nicht Gott ist. Anything which is apart from God. Also alles, was außer Gott ist, can never satisfy us. Kann die Seele nicht erfüllen. So our satisfaction, unsere Erfüllung also, our contentment, unser Sättigung, our fulfillment, unser Erfülltsein, is when we awake with his likeness. Ist, wenn wir wirklich in seinem Bild erwachen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. This is what satisfies us. Doch genau das sättigt uns. So Paul tells us that our sufficiency is not of ourselves, that we may think that anything that we have is from us. Paulus sagt uns, dass unser Genugtuung, ja, unser Zufriedenstellung ist nicht von uns, sondern von Gott. Amen. Amen. Our sufficiency is of God. Unser Genugtuung ist aus Gott. Until you are sufficient. Also bis du deine Genugtuung in Gott findest.
Amen. Amen. Until you are satisfied. Bis du gesättigt bist. Any other thing will not satisfy. Also alles andere kannst du wirklich so lange machen, das wird nicht funktionieren. Amen. Amen. Oh, Paul puts it so beautiful. Also Paulus hat das sehr wunderschön dargestellt. He says we have all things. Nämlich er sagt, wir haben alles. And at the same time we don't have anything. Und gleichzeitig haben wir nichts. Ja, also besitzen wir nichts. Halleluja. Amen. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? You have everything. Ja, du hast zwar alles. And at the same time you don't have. Und gleichzeitig besitzt du null. That's why when what you have. Und deshalb das, was du hast, you just release easily. Was tust du, gibst du leicht ab. You are not attached to anything. Warum? Weil du deiner, weil deine Seele nicht, also an nichts anhängt. What attached to you is God. Das, was dich anhängt, ist Gott. And God, you can never miss. Und Gott kannst du niemals verpassen. God can never forsake you. Er kann dich niemals vernachlässigen. Amen. Amen. He can never reject you. Er kann dich niemals ablehnen. The glory that God has shown to man today. Also die Herrlichkeit, die Gott den Menschen heute gezeigt hat, is abiding. Ist wirklich dauerhaft. Abide forever. Da währt ewiglich. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is what satisfies our soul. Aber genau das sättigt unsere Seele. Amen. Amen. But until we awake with his likeness. Doch bis wir wach werden in seinem Bild. How do we awake in his likeness? Wie wachen wir nun auf in seinem Bild? Amen. How do you awake? Ja, wie tust du das? And you look like him. Und du schaust, wie wachst du denn nun auf und schaust wie er aus? Wie machst when du you das? Behold him in his righteousness. Wenn du ihn in seiner Gerechtigkeit betrachtest. Amen. Amen. So when you behold God, wenn du Gott anschaust, you awake. Was tust du? Dann wachst du auf. And when you awake, und wenn du aufwachst, you see God, dann siehst du Gott as yourself. Als dich selbst. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. When God knocked Adam into sleep. Als Gott Adam zum Schlafen gebracht hat. Amen. Amen. And from Adam, he brought forth the likeness of Adam. Nämlich aus Adam heraus brachte er die Ähnlichkeit Adams hervor. You know, when you look at this verse, wenn man in diesen, Genesis, wenn man diesen Verse im ersten Buch Mose anschaut, ja, there's a mystery there. Es gibt ein Geheimnis dort. Because God never woke up Adam. Denn Gott hat Adam nicht wach gemacht. Habt ihr das mal gelesen? Go and check it. Ja, liest mal nach. So every Adam must awaken for himself. Denn jeder Adam muss für sich oder ja genau muss für sich aufwachen. Ja. You have to wake for yourself. Also du musst selber wach werden. Until you awake, you are in a deep sleep. Also bis du wach wirst, bist du immer noch im tiefsten Schlaf. Amen. Amen. People are living. Ja, die Menschen leben. Animated by different type of things. Ja, also sie werden animiert durch verschiedene Dinge, getrieben durch verschiedene Dinge. Doch sie sind immer noch unbewusst. They are asleep. Sie sind immer noch am Schlafen. Amen. Ja. They talk with you, but they are sleeping. Ja, Menschen reden mit dir, aber die sind eigentlich schlafende Menschen. They live in mansion, but they are sleeping. Ja, sie leben in wunderschönen Häusern und Villen, aber sie sind immer noch am Schlafen. Until they see Jesus. Bis sie Jesus sehen. They cannot awake. Können sie nicht wach werden. Amen. Amen. So the gospel, das Evangelium is to reach unto all the ends of the earth, ist wirklich alle Enden der Erde zu erreichen. So that each person awakes, damit jeder für sich wach wird. To his identity. Nämlich zu seiner Identität. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So when you see Jesus, wenn du Jesus siehst, also, this is the bone of my bone, dann sagst du, das ist Gebein meines Gebeins, Fleisch meines Fleisches. Amen. Amen. Halleluja. Amen. I look like him. Ich schaue doch wie er aus. I talk like him. Ich rede wie er. I walk like him. Ich wandle wie er. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is a mystery of the gospel. Aber genau das ist das Geheimnis des Evangeliums. Our union with Christ. Nämlich unsere Einheit mit Christus. Our oneness with Christ. Unser Einssein mit Christus. It costed not robbery. Also to be equal with God. Er betrachtet das nicht, er hielt es nicht für Raub, Gott gleich zu sein. He says, let this mind be in you and I. Ja, Philippa 2,5 sagt uns, diese Gesinnung soll in uns sein. It wasn't something in which he was robbing God of his deity. Also when as a man, Jesus looked unto the Father and said, God, the Father and I are one. He was not robbing God of his Godhood. He was actually affirming his Godliness, his position, his likeliness in God. Amen.
Amen. Amen. Und das war keine Sache, wo Gott sich, wo Jesus Gott betrachtet hat und gesagt hat, Gott und ich, mein Vater und ich sind eins. Es war keine Sache des Raubs. Er betrachtete, er hielt es nicht für Raub, sondern er hat nur bestätigt. Er hat nur übereingestimmt. Nämlich das Bild, was der Vater ihm gesagt hat. Das hat er nicht gesagt, sondern du bist mein geliebter Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen. Also er hat nur das bestätigt, was der Vater über ihn bestätigt hat. Amen. Amen. Paul says that godliness, Paulus hat gesagt, Göttlichkeit with contentment mit Genugtuung is great gain. Ist wirklich großer Gewinn. Godliness. Göttlichkeit. What is godliness? Was heißt das, Göttlichkeit? To be like God. Wirklich wie Gott zu sein. Godlikeness. Ja, also Gott ähnlich sein. Halleluja. Amen. Godliness. Ja, also Gott ähnlich sein. With contentment. Mit Genugtuung, Erfüllung, Zufriedenstellung. 1 Timotheus 6, the verse number 6. 1. Timotheus 6, Vers 6. Is great gain. Ist wirklich großer Gewinn. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the great gain in this world, also der große Gewinn auf dieser Welt, is not what we acquire. Ist nicht der BMW oder die Porsche. Huh? Amen. Halleluja. Amen. Listen to me. Bitte mir zuhören. Oh, I love good things. Ich liebe gute Sachen. Also ich sage es in meinem Wort, ich liebe Porsche. Amen. Amen. I love it. Ich liebe gute Sachen. But what is most important, doch das Wichtigste is God. Ist Gott. God must take your the first position. Also Gott muss dein erster Platz sein. Amen. Amen. Halleluja. Amen. When God occupies your heart. Also wenn Gott dein Herz erfüllt, then every other thing has its place, its rightful place in you. Und so findet alles andere seinen richtigen Platz in deinem Herzen drin. You know, Paul says something. Paulus hat etwas gesagt. The next verse in 1 Timotheus 6, the verse 7. Also 1. Timotheus 6, wenn man Vers 7 betrachtet. It says, for we brought nothing into this world. Wir haben auf dieser Erde oder zu dieser Erde nichts hingebracht. And it is certain that we going to take nothing away. Und es ist sicher, es steht fest, wir nehmen nichts aus dieser Welt raus. Amen. Amen. Now listen, look at the way he said it. Also schau dir mal seine Redensweise an. He says we brought nothing. Wir brachten nichts it auf means dieser we Welt. We have something that we didn't bring. Das bedeutet, wir haben etwas, was wir aber nicht mitgebracht haben. Amen. Amen. What you are fighting to have, you have it. Du, also das, worüber du ringst zu bekommen, das hast du ja schon. You have money. Also Geld hast du you schon. Just come with it. So go and get it. Also du hast Geld, aber du bist nicht mit deinem Geld hingekommen. So nach dem Motto, du hast dein Portemonnaie nicht bei. Also hole dir dein Portemonnaie. Amen. Amen. That's why we have faith. Und deshalb haben wir auch Glauben. Get money by faith. Ja, also erwerbe Geld durch Glauben. Get houses. Ja, Häuser. By faith. Ja, deine Projekte erfüllen sich durch Glauben. Amen. Amen. So Jesus is the author and finisher of faith. So until you have Jesus, you don't have the access to all the things that you possess, which you didn't bring into this world. You enter into this world empty on purpose. Amen. Amen. You have everything. Before we fell in Adam, we were in Christ. Amen. So in Christ Hallelujah. Is the custody of everything God has. So the houses, the money, the fame, all are in Christ. So you came into this world empty on purpose, so that by faith, by Christ, you may get hold of those things. Amen. Hallelujah. You Hallelujah. Have them. Why are you running away? Amen. Hallelujah. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, dass Jesus Christus der Urheber und der Vollender des Glaubens ist. Das bedeutet, wenn du Christus nicht hast, dann hast du, sage ich mal, dein Bewilligungsschein, deine Möglichkeit, Dinge auf Erden zu bekommen, das hast du nicht. Denn warum? Gott hat es wirklich absichtlich dafür gesorgt, dass du auf Erden hinein, dass du in die Erde hineintrittst mit nichts, damit du durch Christus wirklich den Zugang zu den Dingen dieser Erde, ob es Geld ist, ob es Haus ist, ob es Projekt ist, ob es Firma ist, was auch immer es ist, Jesus ist der Zugang dazu.